Hier stehen sich die Top-Blader Kopf an Kopf gegenüber, um zu zeigen, wer der Beste ist. Aber jetzt schalten die Battles einen Gang höher. Turbo! Die Abenteuer werden noch epischer durch neue Herausforderer, die alles geben. Ihr Ziel, der Weltmeistertitel. Die Weichen sind gestellt, die Spieler bereit. Es ist Turbo-Zeit. Welcher Herausforderer holt sich den Titel als bester Blader der Welt? Der Kampf um die Weltmeisterschaft zwischen mir und Walt hatte kaum angefangen und wurde krass intensiv. Das reicht, Alter! Endlich gegen Volt gewonnen. Aber dann, nach dem Battle, hat mich Fei zu einem Kampf unter vier Augen herausgefordert. Es ist Zeit, Lebwohl zu Achilles zu sagen. Achilles geht nirgendwo hin. In dieser Welt brauchen wir neue Helden. Neues Spiel, spin den Bay und sei dabei. Gib nicht auf, let it dream, lass uns kämpfen. Du hast also tatsächlich Veldrick bezwungen. Das war sicher aufregend. Ha? Das Glücksgefühl, wenn man einen starken Bait zerstört. Sicher hast du gelernt, dieses Gefühl zu schätzen, indem du Phoenix beobachtet hast. Das gibt's nicht. Das darf nicht wahr sein. Aha, endlich verstehst du. Ich lehrte dich Respekt vor der wundersamen Kunst der Zerstörung. Solltest du dich nicht bedanken? Na klar, das hättest du wohl gern. Das macht nichts, denn alles läuft genau nach Plan. Ach, Aiger. Es ist egal, was du vorhast. Ich mach dich einfach platt. Hör auf zu labern und kämpfe. Genau so, herrlich. Werd noch wütender. Und sobald deine exquisite Wut auf dem Höhepunkt ist, wirst du endlich dein Potenzial erkennen und ein würdiges Spielzeug sein. Vorher mache ich dich platt. 3, 2, 1. Alles klar. Proben wir das nochmal. Sobald wir bereit sind anzufangen, bringt Naru Aiger hier rein. Bin schon da. Was geht hier vor? Wieso ist es so dunkel? Und dann macht Gumita das Licht an. Wie auch immer. Und sobald ihr den Raum sieht, sagen wir... Tada! Glückwunsch zu deinem Sieg, Aiger! Ja! Sind wir gut oder was? Ich kann's nicht erwarten, sein Gesicht zu sehen. Wäre es nicht klüger, wenn ich Aiger für die Festivitäten heute Abend abhole? Ich denke, wir sollten uns an den Plan halten. Aber du musst zugeben, das ist der perfekte Job für einen Helden, richtig? Ich verstehe dich nicht. Hey! Aiger ist verschwunden. Und los! Gut machst du das. Greif mich an, so hart du kannst. Prügel ihn weit! Ich bin durch seine Verteidigung gebrochen, aber der Job ist noch nicht erledigt. Perfekt. Spiel deine Kraft aus. Ich mache Bildpulver wieder. Die Zeit der Zerstörung ist gekommen. Ah!
Du steckst wirklich voller Überraschungen. Aiga! Oh, mein Junge. Aiga! Hä? Papa! Wo ist Fei hin? Er war eben noch hier. Wir haben gerade gekämpft. Es ist vorbei. Und keine Sorge, du hast gewonnen. Hä? Das hab ich? Alles klar! Hallo, Aiga! Hey, komm doch hey, raus! Hey, wo steckst komm schon du denn? Raus. Aiga! Wo bist du? Aiga! Also da drüben war er auch nicht. Na dann, wir sollten wohl alle in die Stadt gehen. Das ist Aiga! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Oh, der hat sie ja wohl nicht alle! Pass auf, dass du nicht fällst! Das wird mir nicht passieren! Leute, ich hab gewonnen! Wärst du so freundlich, das zu erläutern? Haltet euch fest! Ich hab gegen Fei gewonnen! Meinst du das wirklich ernst? Das musst du geträumt haben. Nein, es ist passiert. Oder Papa erzählt's ihnen. Ja, und es war sogar ein Burst-Finish. Wow, ernsthaft, Mann? Du hast wirklich den mächtigen Phoenix geborsten? Du bist der coolste Eiger. Ich wünschte, ihr wärt da gewesen und hättet zugesehen. Es war ein Super-Mega-Turbo-Sieg. Ihr hattet einen inoffiziellen Battle? Wieso ist er nicht beim Turnier gegen dich angetreten? Keine Ahnung. Er hat so komisches Zeug gelabert, dass er alleine genießen will, Achilles zu zerstören. Ich kapiere den überhaupt nicht. Ich habe schon lange aufgegeben, diesen Typen verstehen zu wollen. Ich auch. Du hast jeden Blader der Battleship-Kreuzfahrt besiegt. Das ist gigantisch. Ich gewinne jeden Kampf. Bin ich gut oder was? Bist du das, Evil? Ich habe Daten, die dich interessieren dürften. Sie sind hundertprozentig korrekt, aber etwas unerwartet. Er hat verloren, oder? Du wusstest, wie es ausgehen würde? Natürlich wusste ich das. Ich kenne ihn besser als jeder andere. Ich will jetzt nur wissen, wer mir den Spaß gestohlen hat. Wie ist sein Name? Und hier ist unser neuer Champion, Aiga Akabane, dessen Blader-Karriere explodiert ist wie ein werfender Wave. Nach seinem gewonnenen Titelkampf fliegt er jetzt zurück nach Japan. Guten Flug, Aiga. Seine Augen während des Kampfes waren genau wie die von Shu in seinen Red-Eye-Tagen. Alles klar. Komm schon, Beltriek. Los geht's! Wenn du ein Battle möchtest, sag nur Bescheid. Wir können das klar machen, wenn wir wieder zu Hause sind. Klar. Statt einen normalen Kampf machen wir einen Titelkampf. Komm schon, was sagst du dazu? Das Ding wird unvergesslich. Captain, du weißt schon, dass man für Titelkämpfe eine Genehmigung braucht. Was? Wirklich? Na klar, wenn es um Titelkämpfe geht, entscheiden immer die Organisatoren, wer der Herausforderer ist. Das ist ja blöd. Wenn ich das nicht bin, gegen wen wird Aiga dann als nächstes kämpfen? Da fragst du aber die Falsche. Oh, natürlich. Solange sie super stark sind, ist mir egal, wer es ist.
alle superstarken Blader, die da draußen zusehen, hört zu! Ich will, dass ihr alle gegen mich antretet! Ich werde euch weghauen! Ihr habt es hier zuerst gehört, Bay-Fans! Eine starke Einladung unseres neuen Champs! Sein Selbstvertrauen kennt keine Grenzen! Klar, ich bin der Weltmeister! Los, Eiger, du bist klasse! Willkommen zu Hause, Champ! Glückwunsch zum Sieg! Ich danke euch! Danke, Freunde! Ich gewinne einfach alles! Wow, hört, hört! Um deinen Platz an der Spitze zu verteidigen, kämpfst du wirklich gegen jeden? Hey, ich meine, ich habe schon Walter Oi besiegt und sogar den großen Fall. Lass sie kommen! Ich räume jeden aus dem Weg! Was? Hast du gesagt, du hast Fall besiegt? Na, Logo, wir hatten kürzlich einen kleinen Battle. Ich habe ihn erledigt. Heiliger Baygott! Ich kann kaum glauben, was ich da höre! Wer hätte gedacht, dass das möglich ist? Glaubt mir, ich allein bin der stärkste Blader der Welt! Was für ein Witz! Oh, was zum? Ist das Fei? Moment mal, du bist nicht Fei. Also wer bist du? Die Überraschungen häufen sich. Einen Besuch von ihm hätte ich als letztes erwartet. Das ist einer der Turbo Four und Feis jüngerer Zwillingsbruder. Hyde! Hyde, ha? Huh? Und der ist Feis kleiner Bruder? Haha! Gegen diese Witzfigur hast du verloren, Fei. Wie in aller Welt hast du so einen leichten Kampf vermasselt? Was macht der hier? Keine Ahnung. Du hast wahrscheinlich verloren, weil du das Handbuch nicht gelesen hast. Was hast du gesagt? Vielleicht hast du ja dein Spielzeug freundlicherweise weggeworfen, damit ich damit spielen kann. Obwohl ich mir was Hübscheres vorstellen könnte. Wie nennst du ein Spielzeug? Hör mit den blöden Witzen auf! Aber du bist eine Witzfigur. Hier ist meine Prognose. Nach dem ersten Battle habe ich 2 Punkte durch ein Burst Finish. Und beim zweiten wiederhole ich das für nochmal 2 Punkte. Du verlierst 4-0. Der Extrapunkt wird das Sahnehäubchen sein. So weit kommt es niemals. Eiger, chill mal. Lass mich los. Du kannst weglaufen, wenn du willst. Viele machen sich in die Hose, wenn sie mit mir spielen müssen. Klären wir das hier und jetzt. Ich bin bereit, wenn du es bist. Oh Mann, ich habe gerade eine Eilmeldung erhalten, die euch Blader und Fans interessieren dürfte. Eigers erster offizieller Kampf, um seinen Titel zu verteidigen, wird gegen den berüchtigten Hyde sein! Da habt ihr es, es ist abgemacht! Diese hässliche Kröte! Pass auf, Hyde! Dich hole ich mir! Er ist total durchgeknallt, seit der Battle gegen Hyde angekündigt wurde. Hoffentlich kann er diese Energie sinnvoll nutzen. Captain! Bubuki! Ich will, dass ihr beide gegen mich battelt! Na klar! Bubuki, du bist der Nächste! Steh da nicht so rum! In Ordnung. Mach ihn fertig mit Turbolon! Fornius, du musst durchhalten! Erledigt! Du bist wieder dran, Captain! Ruhen wir uns ein bisschen aus, Eiger. Wir sind platt. Ja, das waren bisher 3 Stunden ohne Pause. Das reicht aber nicht! Wir müssen weiter trainieren. Hey, Eiger! Ich habe Infos über Hyde. Ich habe rausgefunden, dass Hyde einen Balance-Typ namens Dread Hades einsetzt. Also das ist ein Bay. Er ist super schwer, hat sagenhaft viel Schlagkraft und kann zwischen Angriff und Verteidigung wechseln. Und noch dazu besitzt Hyde unglaubliche Startkraft. Mann, ein super schwerer Bay mit überragender Startkraft. Und ihr seid beide Balance-Typen. Du musst das clever angehen. Ist mir doch egal. Ich schaff das. Ich hau die doch 0,nix weg. Hallo, ihr wundervollen Bay-Fans. Willkommen in unserer großen Bay-Arena hier in Japan. Seid ihr bereit für eine gute Zeit? Champion Eiger Akabane wird seinen Titel verteidigen gegen Hyde von den Turbo Four. Ich weiß schon jetzt, dass er diesen Kampf nie vergessen wird.
bitten wir jetzt unsere Herausforderer herein. Kommt schon! Man hört, dass dieser sensationelle Blader durch die Tiefen der Dunkelheit und noch weiter gereist ist. Dieser Krieger hinterlässt seine Gegner in Angst und Schrecken, nachdem er sie vernichtet hat. Applaus für den Phantomblader, der dunkle Prinz der Unterwelt. Halt! Er und sein Mate Red Hades sind hier, um abzurechnen. Was höre ich da? Könnt ihr nicht lauter für mich jubeln? Ich will eure Schreie! Warum kann er nicht einfach nur reinkommen? Diese übertriebenen Shows haben ihn berühmt gemacht. Ja, aber Iger hat den Heimvorteil. Der spielt an der Heizung rum. Was sollen diese blöden Flammen? Was meint ihr? Wird er damit zurechtkommen? Wenigstens scheint er nicht nervös zu sein. Ha, da hast du recht. Er kriegt das hin. Und in der roten Ecke haben wir einen Rockstar-Blader, der mit Höchstgeschwindigkeit an die Spitze geklettert ist. Es ist unser Flammenwerfer Turbo-Junge. Applaus für den neuen Weltmeister, Iger Akazale! Hey, ich hab gehört, hier ist ein falscher Champion in der Arena. Was? Na, was sagt ihr? Wollt ihr zur Abwechslung mal einen echten Battle sehen? Wollt ihr sehen, wie ein echter Champ das klärt? Dann lädt der Hypemeister dich jetzt zu einer unvergesslichen Show ein. Und wenn die vorbei ist, werdet ihr wissen, wer der beste Blader der Welt ist. Acht auf deine Worte und nenn mich nie wieder eine Fälschung. Hör zu, Spacko, ich bin der stärkste Champion aller Zeiten. Das steht fest. Oh je, da fliegen schon die Funken und der Battle hat noch nicht einmal angefangen. Los, Heid! Los, Heid! Los, Heid! Eiger! 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 Der Erste, der drei Punkte erhält, wird zum Gewinner des Titelkampfes erklärt. Deshalb wollte Fall mit dem Spiel. Oh ja, der Kleine hat wirklich eine ziemlich starke Resonanz. Haha! Dieser Kampf gehört mir! Du erinnerst dich doch an meine Prognose, oder? Ich werde das mit zwei Bursts beenden. Ach, verschon mich doch! Ich werde dich mitsamt deinen Prognosen weghauen! Erster Battle! Alles klar, Angriffsmodus. Ha! In dem Fall schließe ich mich dir an, Kleiner. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it run! Dieser Angriff war nicht von dieser Welt. Dread Hades beendet die Runde mit einem Burst Finish. 2 Punkte für Hyde. Wow, das war blitzschnell vorbei. Und genau wie Hyde es vorausgesagt hat, ein Burst Finish. Mit dem Vorteil seines Gewichts hat Dread Hades Achilles aus der Arena gepustet. Die ersten beiden Punkte gehen an den abgebrühten Herausforderer, Hyde. Und unser frisch gebackener Champion steht schon mit dem Rücken zur Wand. Jeder sieht, was für ein Fake du bist. Jetzt weiß es die ganze Welt. Ich habe genug. Du wirst nicht damit durchkommen.
Resonanz ist viel stärker geworden. Ich kann es fühlen. Ich kann Hyde besiegen. Kein Problem. Was ist los, Suo? Was meinst du damit? Ich habe mich verändert. Ich bin immer noch der Alte. Aber jetzt steht mir nichts und niemand mehr im Weg. In der nächsten Episode von Beyblade Burst Turbo. Eiger dreht durch. 3, 2, 1. Let it rip!